Wir werden heute einkaufen. Heute ist Samstag natürlich, wenn wir einkaufen. Ich bibbel. Ich bin wichtig. Nein, nicht wirklich. Ja. Die Audiokorrektur meiner Mutter. Das sind keine Freunde. Kommen lustige Sachen bei raus. Zum Glück habe ich sowas ausgeschaltet. Ich mache Autokorrektur nur mit Knopfdruck, aber sonst nicht. Ist nicht ausverkauft. So. Was wollte ich sagen? Da jetzt gerade oben bei unserer Nachbarin, um die Hasen zu füttern und so und sauber zu machen und alles. All die sind im Urlaub. Noch bis morgen. Ja, morgen. Und ja, hat das Hasensitting übernommen. Fünf kleine Hüschen. Nicht Höschen, sondern Häschen. Wollen da ein bisschen versorgt werden. Jo, und Daniels Geschenk ist angekommen. Da unter meinem Klamottenwust, das heute auch neu angekommen ist, da ist es drin. Nach dem zweiten Anlauf hat es mal geklappt. Aber ich krieg's noch nicht. Er muss sich noch ein bisschen gedulden. Blöd ist nur, dass er schon weiß, was er bekommt, weil er mich damit genervt hat, dass er es unbedingt haben will. Also war es mir von Anfang an schon klar, dass ich ihm das schenken werde. Ja. Also muss ich mir eine Kleinigkeit überlegen. Außerdem ist ja auch Nikolaus an dem Tag, also muss ich ihn eine Kleinigkeit holen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Jo, ansonsten habe ich schon nicht viel gemacht. Doch, ich war schon fleißig. Ich habe schon drei. Oder waren es vier? Ich glaube, drei Videos gedreht, oder? Moment, lass mich mal ganz kurz schmulen. Wie viele Videos ich gedreht habe. Ich habe. Ist das die falsche Seite? Ich habe noch drei Videos gedreht. Genau. Eins habe ich aus Versehen gedreht, das war gar nicht dran, aber ist ja egal. Macht ja nichts. Ist es schon mal fertig. Ja, und zwei werde ich dann morgen noch drehen. Ich habe heute keine Lust mehr. Es ist ja schon 17 Uhr durch. Und ich werde jetzt nur lesen. Ja. Aber ansonsten weiß ich nicht, ist sonst irgendwas passiert? Nicht so, wird es halt grau in grau in grau in grau in Dann spielt die ganze Zeit sein Assassin's Creed. Und wird davon Flusspferden und Krokodilen und so angegriffen. Jojo, muss halt durch, würde ich sagen. Genau. Ja. Es ist sehr, sehr stürmisch heute. Also nicht so wie letztens, wo dieser Baum da hinten, der da, den man jetzt kaum noch sieht, weil er kaum noch Blätter hat, der hat schon das Haus berührt. Das war unlustig. Das war sehr, sehr unlustig. Man sieht ihn echt kaum noch. Naja, ein bisschen kann man ihn erkennen. Den weißen Stamm sieht man noch ein wenig vor dem blau-grün, türkis, petrolfarbenen Haus, was auch immer das für eine Farbe sein soll. Gut. Ja, das gibt's heute zu erzählen, nicht viel. Heute passiert nicht viel, heute ist noch ein entspannter Tag. Die nächsten Tage werden nicht mehr so entspannt werden. Ja, steht immer irgendwas an. Und ihr werdet jedes Mal mitgenommen. Hallo, Wind! Wie kommen eigentlich die Löcher in mein Fliegennetz, bitte? Das ist auch kein Mensch. Gut, ja, wie gesagt, da ist dann mehr los, deswegen machen wir heute nochmal einen entspannten, ruhigen Tag. Und ab morgen ist extra angesagt. Ich hoffe nur, dass das Film am na, Montagabend klappt. Dass das mit dem Licht, also Licht, das nicht vorhanden ist, dass das irgendwie trotzdem funktioniert. Ich wage es noch ein bisschen zu bezweifeln, dass man überhaupt was sehen kann, aber gut, wir werden das feststellen. Gut, dann werde ich jetzt wieder lesen gehen und ich habe auch schon zwei Videos bearbeitet. Ich werde nachher noch ein Video bearbeiten, denke ich, ja, doch. Und ja, das wird es dann wohl heute, ist das hier wieder Schräne, wo heute gewesen sein. Aber ich, wie gesagt, ich melde es nachher garantiert nochmal, weil das ist ja sonst ein bisschen wie gerechnet. Jetzt ist gerade ein Vogel unterm Dach verschwunden. Okay, mach mal, viel Spaß. Siehst du, dass die da welche Brutkästen hätten oder so? Das muss man unterm Dach verschwinden. Ach so, was ich auch noch zeigen wollte. Ich habe mir heute das hier mitgenommen. Müllermilch Typ American Brownie. Kann man trinken. Schmeckt gut. Aber es ist halt normale Schokolade irgendwie, das Gefühl. Aber gut, ist trotzdem lecker. Schoko geht halt immer, ne? Dann bis später in diesem Theater. Andere Kulisse. Ich wollte euch was zeigen. Und zwar habe ich das hier vor ewigen Zeiten mal gewonnen.
Jetzt benutze ich es endlich mal. Wir haben schon geduscht, dass man da irgendwie. Wir können auch Jahre davon zehren. Ich finde diesen Geruch so, so toll. Richtig gut. Werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal holen. Und dann habe ich heute das hier gesehen. Das gleiche. Und die Schrift hat sich schon geändert, die Schriftart. Und das ist Badezusatz. Ist so irgendwie cremig, ich bin ja eher verschaumt. Aber. Und es riecht irgendwie genauso. Toll, 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 toll. Ich glaube, ich muss wieder baden. Also ist ja auch wieder Badezeit, von daher mal gucken. Ja. So ein Mist. Beim letzten Einkauf, nicht heute, habe ich mir zweimal Monsterchips mitgenommen. Und einmal ist Ketchup. Obwohl ich zwei aus der gleichen Kiste gegriffen habe. Wo geht der Körper hin? Ich kriege gar Krümel. Oh, voll doof. Egal. Muss ich jetzt durch? Ich merke die mit Ketchup überhaupt nicht. Schmeckt total widerlich. Furchtbar. Ich bin überhaupt nicht furchtbar. Bist du wohl? Ich bin nur müde. Du bist müde? Ja. Wir haben heute einen lustigen Film geguckt. Oh, haben wir das? War es sehr lustig? Der war lustig. Stephen King S, ne? Nein. So ähnlich. Singen! Mein Sachse singen. Nein, nur singen. Nur singen. Schweinchen singen. Und so weiter. Ja. Ganz lustig, ganz toll. Ganz toll. Ich sehe furchtbar aus, oder? Weißt du, wie ich gerade aussehe, bin völlig fertig. Also dieser Trockenshampoo ist eine Katastrophe. Hat man zwar morgens eilig. Was ist denn mit ihm los? Ja, bin nicht draußen, ich bin was? Nicht draußen, ja. Der Geist will abheben. Unwahrscheinlich. Ja. Kauft euch kein Sayers Trockenshampoo. Was? Dann hat man nachher Strohhaar. Das ist furchtbar, das Zeug. Geht gar nicht. Naja, versucht man wert. Ja. Bleib mal beim Duschen, ne? Ja, so ist halt, ne? Hast du halt ausprobiert? Ja. Oh Gott, ich bin so müde. Du bist so müde. Oh Gott, furchtbar. Na denn? Aber es ist ja auch schon kurz nach 12:30. Ja, können eigentlich wieder zurückdrehen. Wir müssen die Uhr noch umstellen. Nee. Dürfen wir nicht vergessen, kommen wir morgens zu spät. Eine Stunde nur. Oder zu früh? Wo bleibt ihr denn? Zu spät oder zu früh? Na, zu früh. Die Uhren werden zurückgestellt. Die sind dann zu früh da, eine Stunde. Richtig, das wäre nicht Stunde. Wo sind denn alle? Das wäre nicht so witzig. Ja. Nee. Nein. Hm. Okay, aber dann können wir jetzt nicht zu spät kommen. Ja, immerhin, ne? Oder bin ich jetzt blöd? Hm. Ach, keine Ahnung. Na gut. Ja. Dann mal gute Nacht und bis morgen und so weiter. Genau. Wir haben noch eine große Fressen. Naja, nicht wirklich, aber. Naja, ein bisschen was essen. Normal halt. Normal. Solange wir das Geburtstagsgeschenk nicht aufessen müssen, ist alles gut. Nutella! Ja. Für alle. Das reicht locker für alle. Ja. Ran mit dem Löffel. Na gut. Dann mal gutes Nächtle. Genau. Bis bald.